Hallo, mein Name ist Annette Frey, ich bin freischaffende Künstlerin und ich möchte heute die Technik der Radierung vorstellen, der Kaltnadelradierung. Ich arbeite in der Kaltnadelradierung. Das ist eine sehr schöne Technik, man kann sehr zeichnerisch arbeiten, mit feinen Linien und präzise und kann mit wenig Strichen viel aufs Papier bringen. Dazu benötige ich eine Zinkplatte und eine Nadel, ein Bleistift zum Vorzeichnen und die Wahl eines Motives. In dem Fall habe ich mich aus der Sammlung für einen Holzschnitt entschieden mit Vögeln. Ich beginne mit der Vorzeichnung. Ganz intuitiv, flüchtig. Und dann nehme ich die Radiernadel und beginne das Motiv in die Platte zu ritzen. Man muss ein bisschen Druck ausüben. Es macht auch ein Geräusch. Und wenn man mit dem Finger drüber fährt und man spürt einen Grat, ist es gut. Kaltnadelradierung ist aus dem Tiefdruck oder aus dem Bereich des Tiefdrucks. Das bedeutet, alles, was man reinritzt, ist nachher sichtbar im Druckbild. Dabei kann ich arbeiten wie in der Zeichnung, flüchtig oder ganz präzise mit der Schraffur. Man sieht nicht wirklich, was man tut. Das ist sehr spannend. Das Ergebnis ist erst im Druckbild sichtbar, wenn es gedruckt ist. Um zu sehen, wo ich mich befinde in meiner Zeichnung, habe ich eine Wischgase, die etwas mit Farbe getränkt ist. Und da fahre ich drüber und schon sehe ich, wie ein bisschen zaubern, die Linien, die ich jetzt schon auf der Platte habe. Kann auch ganz impulsiv mal vorgehen. Das ist dann ein sehr schöner Strich beim Drucken. Und alles, was ich verdichte, wird nachher schwarz oder dunkel. So, wenn ich der Meinung bin, das ist jetzt so ungefähr das Motiv, was ich auf der Platte haben möchte, färbe ich das mit schwarzer Druckfarbe ein. Dabei benutze ich diese Wischgase. Und man sieht, die Farbe bleibt in den Linien hängen. Mit einem Papier kann ich dann die überschüssige Farbe entfernen. Jetzt sehe ich schon, die Federn könnten noch etwas schwer zu vertragen. So, jetzt werden wir das Motiv drucken. Dazu vermittle ich die Platte auf der Druckpresse. Das ist immer ein sehr spannender Moment, wo man dann sieht, was man gearbeitet hat. Jetzt habe ich meinen Zustandsdruck und jetzt sehe ich, was ich noch etwas angleichen oder verbessern muss. Und jetzt sieht man da so eine leichte Farbgebung, sehr schön.
Wenn ich noch was verbessern möchte auf der Platte, habe ich diesen Schaber, den Dreikant-Hohlschaber. Damit kann ich Linien wieder wegschaben, wenn ich sage, da bin ich noch nicht ganz einverstanden damit. Und kann die Linie wieder kletten. Jetzt kann man auch mit dem Hintergrund arbeiten. Ich würde jetzt einfach die Vögel noch in einen anderen Raum setzen. Und dazu kann ich mich auch an diesem Motiv entlanghangeln mit diesen Ästen. Kann richtig stark eingreifen in die Platte. Man kann Äste auch nur mit Linien kennzeichnen. Man muss die gar nicht so detailliert auszeichnen. Das erschließt sich dann von selbst, das Bild. So, dann bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir beide Seiten von dieser Druckplatte auf dem Papier. Die fertigen Drucke werden dann auf Filmpappen gelegt. Schon wie im Druckprozess nur mit diesen Öhrchen, weil diese Hände einfach sehr schmutzig sind. Man sieht schon, die wellen sich. Und dann kann es in Ruhe trocknen und es wird geklettet. Von der Zeichnung zur Radierung bedeutet eigentlich nur, dass man vom Papier auf die Zinkplatte wechselt und vom Bleistift zur Radiernadel. Und man kann es genauso handhaben wie in der Zeichnung. Je zeichnerischer, je flüchtiger. Man kann die Linien vertiefen, man kann sie ganz fein setzen, man kann sie verdichten, man kann sie auflösen. Man kann mit Farbe arbeiten. Man hat ganz viele Möglichkeiten auf diesem Spielfeld, Zinkplatte und Kaltnadelradierung. Und es kann jeder, es ist für Anfänger und Fortgeschrittene und für alle, die Spaß haben an Linie und Kreativität. Und das wünsche ich jetzt.